Hi, wir reden heute über einen der wahrscheinlich meistverkauftesten und beliebtesten Düfte auf der ganzen Welt, nämlich den Acqua di Gio von Giorgio Armani. Ja, 1996 erschienen, ein bisschen in die Tage gekommen, kann man eigentlich schon sagen. Lohnt es sich noch, den zu kaufen? Was macht ihn besonders? Wo liegen die Stärken und die Schwächen? Darüber reden wir jetzt im Video. Wir reden ja heute meist eigentlich über Düfte wie den Dior Sauvage oder Bleu de Chanel als die beliebtesten, meistverkauften Düfte. Und es stimmt wahrscheinlich auch, wenn wir uns jetzt die letzten paar Jahre anschauen. Man muss aber natürlich sagen, wenn wir die letzten 20, 30, 40 Jahre nach hinten schauen, eben eher 30 Jahre bei dem Acqua di Gio, muss man echt sagen, da gab es die Düfte einfach noch nicht. Klar, die letzten 10 Jahre hat Dior Sauvage wahrscheinlich einen großen Marktanteil gewonnen. Aber, und das darf man nicht vergessen, nicht jeder trägt Dior Sauvage, nicht jeder trägt Bleu de Chanel, sondern Menschen tragen natürlich auch die Düfte, die sie als Jugendliche kennengelernt haben, weiter. Und dazu zählt natürlich auch der Acqua di Gio von Giorgio Armani. Ja, eigentlich der Flakon, traditioneller könnte man einen Flakon eigentlich nicht machen, haben hier ein leichtes Oval, vorne Acqua di Gio draufstehen, oben eine, ich sag mal, silberne, plastikartige Cap und auch ein Sprühkopf, der ebenso aussieht. Also sehr simpel, sehr klassisch, in meinen Augen eigentlich ein Flakon, das eigentlich auch überall reinpasst, das auch so ein bisschen schon spoilert, wo es bei dem Duft denn eigentlich hingeht. Aber kommen wir erstmal zurück. Bei den meisten Düften von Giorgio Armani denkt man ja eigentlich eher an Ausgedüfte, an ein bisschen, ich sag mal, verspieltere Düfte. Ich denke da ganz besonders zum Beispiel an den Armani Code. Hier haben wir noch eine ältere Version vom Armani Code. Wir haben hier einfach, ja, ich sag's mal, wie es ist, einen der typischsten vanilligen Ausgedüfte. Ich nenne es einfach mal Abenddüfte, die man so haben kann. Und die Acqua di Gio-Reihe geht da natürlich einen ganz anderen Weg, ne? Also das sind frische Düfte. Acqua di Gio, und das sieht man einfach auch am Flakon, das ist ein frischer Duft, das ist ein zitriger Duft und eigentlich kann man mit dem, wenn man genau das sucht, nicht viel falsch machen. Ich rieche einfach mal schnell am Flakon. Ja, also das, was ihn ausmacht, sind diese klaren Kopfnoten. Wir haben hier eigentlich nichts in der Basis drin, nichts Schweres. Natürlich haben wir wahrscheinlich ein bisschen Ambroxan, auch ein bisschen Holz drin. Ein bisschen was, das dem Ganzen so ein bisschen einen Boden gibt. Also hätten wir nur Kopfnoten, hätten wir wahrscheinlich ein reines Cologne, das sowas wie ein 4711 ist, also auch sehr zitrig. Also das riecht jetzt nicht wie 4711, ne? Also, aber sehr kopflastig, sehr schnell verfliegt. Das haben wir hier jetzt in dem Maße, sage ich mal, nicht so, aber immer noch ein sehr zitriger, kopfnotenlastiger Sommerduft. Ich gehe mal jetzt schnell darauf ein, was denn Giorgio Armani selber zum Duft sagt. Sie beschreiben ihn als: dieser aquatische Duft eröffnet mit den Essenzen frischer, klapprischer Bergamott, Neroli und grüner Mandarine. Leichte aquatische Nuancen vermischen sich mit dem Duft von Jasmin, knackiger Steinrose, Rosmarin, fruchtiger Kaki und warmen indonesischen Patchouli, um einen Herrenduft zu kreieren, der sowohl frisch als auch sinnlich ist. Stimmung: natürlich und authentisch, holzig, marine, frische. Ja, und ich glaube, mit dieser Beschreibung fasst man wahrscheinlich dieses ganze Video sehr gut zusammen. Also die Essenz davon ist eigentlich, wir haben einen typischen, frischen Sommerduft. Ich sage ja ganz gerne mal, dass zum Beispiel so ein Davidoff Cool Water die Essenz des blauen Duftes ist. Hier steckt einfach nicht mehr drin als, ja, Zitrus und wahrscheinlich Ambroxan. Und das haben wir bei dem Giorgio Armani Acqua di Gio, was den zitrischen Sommerduft oder allgemein die Essenz des Sommerduftes angeht. Der Duft ist unheimlich frisch, sehr kopflastig. Ich sprühe das direkt mal drauf. Und ich muss jetzt gar nicht lang dran riechen, weil ich ganz genau weiß, wie er sich verändern wird, wie er riechen wird, wie er sich auch während der ganzen Projektionszeit halten wird. Er ist einfach sehr kopfnotenlastig, sehr zitrig. Er hat eine krasse Assoziation: Limette, Mandarine, Zitrus, Bergamott. Zitrus und Bergamott sind ja wirklich gleichzusetzen. Also Bergamott ist eben sehr, ich sag mal, spritzig, zitronig,
sommerlich, auch ein bisschen süßlich. Und haben noch unten drunter so ein bisschen grüne Noten. Ja, sie haben es hier auch mit ein paar Noten ganz schön beschrieben. Ich gehe nochmal ganz schnell drauf. Sie sagen Mandarine, Steinrose und Patchouli. Ich glaube, das kann man eigentlich so stehen lassen. Sie beschreiben den Duft sehr simpel und sehr gut. Und ich glaube, wenn man das hört, weiß man auch eigentlich, was der Duft einem gibt. Hier sind eigentlich, also das ist ein Duft, den guckt ihr an und der ist einfach, ich sag's mal, wie es ist, ehrlich. Wahrscheinlich so, wie du ihn dir vorstellst, wie er riecht, so riecht er auch. Das ist keine böse Überraschung, das ist nichts Besonderes irgendwie. Und das ist einfach ein sehr simpler, frischer, sommerlich, zitrisch, spritziger Duft. Das geht jetzt so ein bisschen in den nächsten Bereich rein, nämlich lohnt es sich, den zu kaufen. Ich habe ja schon gesagt, wir haben hier die Essenz des sommerlich frischen, zitrischen Duftes. Und da ist natürlich die Frage, ey, der ist 1996 erschienen, lohnt es sich noch, so einen alten Duft zu kaufen? Ist das ein Duft, der auch noch für eine junge Zielgruppe sinnvoll ist? Und da muss ich ganz klar antworten mit einem Jein. Also er hat eben durch diese Rose, durch diese leicht grünen Noten schon einen Touch von, ich sag mal, her in gehobenem Alter. Das mag jetzt aber auch nicht schlecht sein. Ich finde zum Beispiel auch, dass der Versace Blue Jeans auf der einen Seite ein Duft ist, den man extrem gut tragen kann, wenn man unter 20 ist, aber auch wenn man über 60 ist. Und ich glaube, das passt auch sehr gut zu dem Acqua di Gio. Das ist ein Duft, der ist sehr simpel, der ist sehr geradlinig raus und den kannst du dir auf jeden Fall kaufen, falls du einen unkomplizierten, easy-to-wear Sommerduft trägst und möchtest. Du wirst aber damit eher wenige Komplimente bekommen, du wirst nicht viele Reaktionen bekommen und nicht wirklich viele Menschen werden irgendwie, ich sag mal, besonders darauf dich ansprechen. Es ist eben ein typisch zitrischer Sommerduft, der, ich sag mal, nichts Besonderes macht. Und das ist natürlich auch die Frage, möchtest du einen Duft haben, der zitrig, frisch und vielleicht perfekt nach einem Fitnessstudio oder so ist, aber jetzt eben nicht besonders hervorsticht. In meinen Augen sind da Düfte um einiges besser, wie zum Beispiel den Versace Man of Fresh. Hier haben wir auch einen eher zitrigen Sommerduft, noch ein bisschen mehr Grüne mit drin, noch ein bisschen mehr Aqua und deutlich holziger. In meinen Augen ein besserer Begleiter, auch was der Preis angeht. Also ich habe hier 200 ml und die kosten wahrscheinlich genauso viel wie die 100 ml von dem hier, wenn nicht sogar weniger. Oder natürlich ganz typisch den Versace Pour Homme. Ja, auch ein typischer Sommerduft geht sehr in die Richtung von dem Chanel Allure Homme Sport. Ist natürlich auch eigentlich in dieselbe Kategorie zu setzen. Der ist aber natürlich teurer als der Acqua di Gio. Und ja, ich glaube, der hier kommt dem Acqua di Gio noch ein bisschen näher, als es der Chanel Allure Homme Sport macht. Und das ist, glaube ich, das Interessante bei dem Versace Pour Homme. Er ist auch komplexer und er ist interessanter und auch in meinen Augen allgemein tragbarer. Also während der Acqua di Gio eben schnell verfliegt und eigentlich nur was für den Hochsommer ist und danach eigentlich schon, ich sag mal, zu redundant ist, haben wir mit anderen Düften eben genau wie dem Versace Pour Homme einen allgemeingültigeren Duft, den man auch besser auch mal nicht nur im Sommer, nicht nur im Hochsommer tragen kann. Ja, aber ansonsten natürlich zum Acqua di Gio zu sagen, typisch zitrisch frisch, lässt einen nicht im Stich, tut genau das, was man eigentlich von ihm möchte. Alles in allem kann ich also eigentlich nur sagen, falls du den ausprobieren möchtest, falls du wirklich einen Hochsommerduft suchst, der die Essenz des Zitrischen, des sommerlich, fruchtig, frisch, zitronig, bergamottigen, ne, ich wiederhole, das sind ja alles eigentlich Synonyme, suchst, dann ist es wirklich ein toller Duft. Sei dir bewusst, der wird nicht allzu lange halten. Die Haltbarkeit hiervon ist okay, durchschnittlich, ich sag mal sommerlich. Ich glaube, mit Haltbarkeit sommerlich kann man das ganz gut beschreiben. Hält also durchaus ein paar Stunden, aber ist halt sehr schnell wieder weg. Das ist natürlich, wie gesagt, der Preis ist jetzt nicht allzu hoch für einen Designerduft von Giorgio Armani. Also wenn wir uns einen Stronger With You anschauen oder natürlich auch
die anderen Lüfte, also wieder hier bei dem Armani Code zum Beispiel, dann sind das normalerweise höhere Preise und ja, bei dem Acqua di Gio ist es eben noch in einem gemäßigten Rahmen, eben natürlich auch, weil es so ein beliebter Duft ist, der von vielen Leuten getragen wird, höher produziert wird und natürlich dann auch höher reduziert wird. Ja, aber sonst kann man eigentlich nur sagen, sonst würde ich davon eher abraten. Für die meisten ist es eben nicht der richtige Duft. Punkt, glaube ich. Es gibt bessere Alternativen. Ich habe sie im Video schon erzählt. Du kannst gerne zurückspringen, dir das nochmal anschauen. Kann man eigentlich nur sagen, die besseren Alternativen gibt es auf dem Markt und empfehle ich dir auch zu kaufen. Sind auf der einen Seite günstiger, bringen dir mehr Komplimente, riechen jünger und sind auch eigentlich allgemein tragbarer. Ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat und dass ich dir bei der Kaufentscheidung, ob du den Acqua di Gio kaufen möchtest oder nicht, helfen konnte. Schreib doch gerne in die Kommentare, ob du dich für ihn entschieden hast oder ob du eher eine Alternative bevorzugst. Ich würde mich sehr über ein Abo freuen. Schreib auch gerne in die Kommentare, welche Duftwünsche du hast und like gerne das Video. Mir bleibt nur zu sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.